Ja, Philipp, nach letzter Woche der zweite sehr, sehr deutliche Sieg in Folge von uns. Wie würdest du die Leistung von unserer Mannschaft einordnen? Sind wir schon an unserem Maximum jetzt angekommen nach zwei 30-Punkt-Siegen? Ja, natürlich nicht. Aber war ein sehr gutes Spiel, fand ich. Aber wir haben alle mit allen 12 Spielern spielen können. Alle haben auch gut delivered irgendwie und war ein sehr souveräner Sieg gegen eigentlich ein gutes Team aus Salzkotten, die heute auch komplett hier angetreten sind. Von daher, dass es so deutlich war, war ich sehr froh drüber. Die letzten 5 Minuten waren natürlich so ein bisschen, aber da war das Spiel schon lange entschieden. Von daher, eigentlich war es ein gutes Spiel. Und man hat gesehen, dass viele Leute wieder richtig gut in Form kommen, dass fast alle gesund sind. Und das soll uns hoffentlich bis Weihnachten jetzt durchtragen. Ja, ist trotz der klaren Fronten eigentlich von Anfang an die ganze Zeit über ein hitziges Spiel geblieben. Wie erklärst du dir das so? Ja gut, man kennt sich halt sehr gut. Ne? Das war ein Spiel, wo heute sehr oft 10 deutsche Spieler auf dem Platz standen. Also von 24 Spielern waren 23 Deutsche heute. Die wollen sich dann natürlich auch beweisen, wer die besten deutschen Spieler in der Liga sind vielleicht irgendwie. Und Salzkotten ist ein tolles Team, das immer bis zum Ende hart spielt. Das wussten wir auch, wir wollten es eben auch. Haben wir auch gut gemacht, fand ich. Und das haben sich, glaube ich, auch die vielen Zuschauer, die heute da waren, so verdient, dass es ein intensives Spiel war. Auf jeden Fall. Ja, nächste Woche geht's nach Bonn. Das ist nicht das Lieblingsauswärtsspiel der WWU Baskets. Was erwartet uns da? Ja, überhaupt nicht. Ne? Wir haben ja 2 der letzten 3 Spiele, glaube ich, verloren mit jeweils einem Punkt. Sehr unglücklich, die uns am Ende eben in der Endabrechnung dann sehr wehgetan haben, wenn es um Aufstieg ging. Von daher werden wir da in keiner Weise nachlassen dürfen, sondern wollen natürlich jetzt den 4. Sieg in Folge holen und werden uns absolut darauf konzentrieren, uns da bestmöglich vorzubereiten, weil wir das Spiel eben doch sehr, sehr ernst nehmen auf jeden Fall. Alles klar, dann besten Dank. Dankeschön. Ja, Leo, am Ende oder eigentlich von Anfang an deutlicher Sieg hier gegen Salzkotten in der ersten Halbzeit. Hast du auch maßgeblich dazu beigetragen, mit einer sehr, sehr hochprozentigen Quote von außen vor allem. Wie hast du das Spiel gesehen und den Spielverlauf? Ja, ich meine, ich kenne die Jungs aus Salzkotten und ich weiß, von denen ich unterschätzen darf. Wir haben von Anfang an direkt Druck gemacht und haben dann irgendwie auch klar gemacht, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen wollen. Die sind ein sehr wildes Team, die auch oft irgendwie draufschmeißen in der Verteidigung, hätte man es besser machen können, aber am Ende haben wir mit 30 gewonnen, ich glaube sogar ein bisschen mehr und von daher war es ein gutes Spiel. Und jetzt geht es nächste Woche weiter in Bonn, die nächsten Siege einfahren. Ja, hoffentlich auf jeden Fall. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Salzkotten, dein Ex-Club, Bryce hat auch da gespielt. Generell haben wir, da Salzkotten ja schon sehr, sehr lange in der Liga ist, schon viele, viele Spiele gegen sie gehabt. War das auch ein Grund, warum das eigentlich bis zum Ende trotzdem immer noch ein relativ hitziges Spiel war? Es hat ja keine Seite so wirklich nachgelassen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich stehe nur aus deutschen Spielern, viele junge Spieler, die spielen wollen und deswegen lassen die auch nicht nach, obwohl sie mit 30 irgendwie schon hinten lagen oder so, bis zum Ende gespielt. Von daher muss man dem Gegner auch Respekt zollen da. Also die haben das gut gemacht so und im Endeffekt steht der Sieg am Ende da und das ist das Wichtigste. Musst du dir das jetzt anhören, wenn du nach Salzkotten kommst oder dürfen die sich das anhören? Die Jungs meinen gerade schon, dass wenn wir in Salzkotten spielen, das eine ganz andere Nummer wird, aber werden wir mal schauen. Ich denke, da kann ich auch ein paar Dreier reinwerfen. Die Halle kenne ich nämlich. Alles klar, dann danke dir. Gerne.